Musketier oder? Genau, Musketier. Spanier. Genau, den Terzio oder wie der Ah heißt. ja. Stärke 26. Das klingt ziemlich gut. Ja, allerdings. Braucht man allerdings Physik für. Na, ist doch teuer, sie auszubilden. Na, ich bleib bei Ritterlichkeit erstmal. Oder habe ich auch eine Spezialeinheit, den Conquistador? Stärke 20. Nicht schlecht. Sieht es mit deiner Zufriedenheit aus? Kannst du neue Städte bauen? Plus 9 im Moment, aber Kannst auch nochmal Siedler ausbilden. ja, also den einen habe ich schon auf dem Weg, der ist gleich da. Ah, ach da, ja. Sehe ich. Religion verbessert. Ja, hab jetzt eine mega tolle Religion. Ja. Ich habe noch gar keine, das ist ein bisschen ätzend. Gibt es überhaupt noch welche? Sind noch welche frei oder? Ja, ich glaube, kannst du ja 10 Stück oder so kannst du gründen. Ja, sind aber keine mehr da. Oder Moment, Weltreligion? Ah doch! Moment, Religion? Was sind erst zwei gegründet worden? Ne, drei gibt es noch, okay. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch irgendwann. Ich muss mal gerade aufs PC. Da steht's natürlich perfekt. Ach Leute, die haben immer Forderungen. Scheiß Stadtstaaten. So, ja, das war das. Microphone muted. So. Schauen wir mal. Kann ich. Was hat denn da gepiepst?
Okay, egal. Hä? Irgendwas piepst doch da. Warum piepst das denn? Kein Plan. Soll mir auch egal sein. Alter, es ist mir nicht egal. Warum piepst denn das so? Hallo? Okay. Was geht mir am Zeiger? Piepst das, um mir anzuzeigen, dass mein Mikrofon muted ist, oder was? Ist doch Bullshit. Mikrofon activated. So, jetzt ist das Mikrofon nicht mehr muted. Piepst jetzt immer noch? Nee. Das ist ja Quatsch. Das muss ich demnächst mal ausschalten. So, bin ich wieder? Ja, willkommen zurück. Ich habe gerade festgestellt, dass TeamSpeak ganz komisch piepst, wenn man das Mikrofon mutet. Okay. Ich hatte mein Mikro aber gar nicht gemutet. Nein, ich hatte meins gemutet. Ach so. Und dann habe ich weiter gesprochen und dann hast du die ganze Zeit gepiepst, immer wenn ich gesprochen habe. Okay, das voll ätzend. Ich auch mal. Ja, mach mal. Ja, in der Tat. Ne? Sei bescheuert. Ey, jetzt weiß ich auch, ich hatte das letztens irgendwann mal. Da hat's auch gepiepst. Ja. Hast du gemutet? Ohne es zu merken wahrscheinlich. Ja. Das ist so der Hinweis, Achtung, du bist gemutet, warum quatschst du da? Ja. Wobei, mir ist das früher schon öfters passiert. Also ich glaube, er bin ich auch nicht der Einzige. Der hat halt Mikro gemutet und dann spricht man und wundert sich, warum keiner reagiert. Ja. Das stimmt. Jetzt piepst es, jetzt weißt du Bescheid. Ja. Achso, ich muss mal weitermachen hier. Oha, die sind im Krieg. Wer ist im Krieg? Ramses, Montezuma und Cäsar und Suleiman. Also die Ottomanen und die Römer. Mit den Ägyptern und den Azteken. Moment, haha. Das, ach so, nee, das ist doof. Nee, das ist blöd. Im Moment kann ich mir überhaupt keinen Krieg leisten. Das ist ziemlich ätzend. Ja, dann warte einfach noch ein bisschen. Und so. Naja, ich fürchte, das hilft nicht, das Verhaften. Das ist so das Problem an der Sache. Ich glaube, so richtig lohnt sich das erst, wenn ich diese Musketiere ausbilden kann. So, sehr schön. Gerade noch ein bisschen Geld erhandelt.
ich habe einen großen Propheten. Kann ich damit jetzt eine Religion gründen? Ja, genau. Was? Damit gründest du die Religion. Sehr gut. So, aber so langsam weiß ich jetzt nicht mehr, wohin mit meinen Bauarbeitern. Ja, dann, also die kosten auch, ne? wenn die nicht was tun haben, kannst du ja auch teilweise wieder löschen. Und muss mal gucken, wenn du einen löschst, wie viel Geld pro Runde du dann kriegst. Also ist teilweise 5 Gold oder so pro Runde. Echt? So viel? Ja. Also, dass das halt, je mehr Einheiten du hast, desto teurer werden die halt. Also ich gebe im Moment, gebe ich 26 für Einheitenunterhalt aus. 26. Also wie gesagt, kannst du ja gleich einfach mal angucken, wenn du wirklich meinst, was so viele, einfach mal gucken, wie viel Gold hast du, wie viel kriegst du, einen löschen und dann gucken, wie viel dann noch kriegst. Ja, werde ich gleich mal machen. Ich habe 8 Bautrupps im Moment. Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber ich baue auch gleich eine neue Stadt, da brauche ich mindestens nochmal 2 Bautrupps. Na gut, aber die habe ich. So, Religion. Welche suche ich mir denn aus? Ich habe noch... Sind da noch alle übrig? Moment, was bin ich? Spanien? Eigentlich das Christentum, ne? Ist aber schon weg. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, was man... Das ist einfach nur ästhetisch. Ja, aber das ist ja wichtig. Also, die Ästhetik ist ja, das Auge glaubt ja mit. Ach, ich kann auch nicht mehr alle Glaubenssätze auswählen. Hast du zufällig Fruchtbarkeitsriten gewählt? Was ist das? 10% höhere Wachstumsrate, Nahrung. Nee, hab ich nicht. Kann ich irgendwie... Religiöse Gemeinschaft. Plus 1 Produktion für jeden Follower. Ja. Für jeden Gläubigen, oder... Und, Ceremonial Burial, also, Zeremoniebegräbnis. Ja, kann ich auch nicht auswählen. Komisch. So, nee, Moment, das heißt, das habe ich sowieso schon? Ach, das habe ich sowieso schon, wenn ich eine Religion gründe. Jetzt verstehe ich das erst. Also Fruchtbarkeitsriten habe ich auf jeden Fall. Und dann kann ich mir noch 2 auswählen. So ist es. Ja. Ja, das ist das, was du ganz am Anfang gewählt hattest. Ah, verstehe. Genau, stimmt. Das war dieser mit dem Pantheon gründen. Jetzt weiß ich wieder. So, Religion gegründet. Spifforism. Ja, genau. Du hast nie gehört. Ja, kannst du mal sehen, ist meine ganz eigene Religion. Echt, heißt das bei dir Ism? Also Spifforism? Nee, Ismus. Ja, okay. Dachte schon, er hätte es übersetzt. Das wäre cool gewesen.
Oha, ah. Die Trüffel sind weg. Ja, ich sehe gerade, sind drei Abmachungen sind bei mir abgelaufen. Zwei mit dir und eine mit Montezuma. Okay, muss ich gleich nochmal erneuern. So, jetzt kille ich aber mal einen Bauarbeit. Ich habe im Moment plus 8. Ich bekomme dafür einmalig 11 Gold. Ja, aber ist das plus... ja, plus 10 habe ich jetzt, also 2 pro Runde. Okay. Ja gut, dann muss ich es glaube ich nicht, die zu töten. Wow, je nachdem. Aber ich hatte das halt schon teilweise, dass sie irgendwie so 6, 7 Gold gekostet haben pro Runde. Ja. Okay. So, den behalte ich auf jeden Fall da. Da kommt der neue Siedler hin. Okay. Das war ein Abkommen, ja, jetzt verstehe ich das. So, ich habe aber noch Zeug übrig. Das muss ich noch irgendwie loswerden hier. Ne, habe ich doch nicht. Ach ne, das können die nur nicht brauchen wahrscheinlich. Moment, Paris. Hm, auch nicht. Na, dann nicht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Städte hier viel langsamer wachsen. Normal breiten die sich doch schneller aus, also diesen Kulturkreis meine ich. Oder liegt das jetzt an mir? Also bei Tradition, also der erste Punkt von Tradition ist, dass sich die Kreise schneller ausbreiten. So. Ich weiß nicht, wenn du das sonst vielleicht nimmst. Ja, kann sein. Sich das irgendwie. Weil irgendwie, also Toledo ist schon relativ alt, aber die breiten sich so gar nicht aus. Thank you.
Was denn? Das gibt's doch nicht. Jetzt kommt da ein bekackter keltischer Siedler an, genau da, wo ich jetzt die Stadt bauen wollte. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, Junge. Okay, mit wem spielen die Kelten zusammen? Mit den Franzosen, ja. Ganz schlechte Kombination. Warum haben sie den Spot weggeschnappt? Noch nicht. Aber wenn es soweit kommt, fast. Ja, dann bin ich ganz schön sauer. Wo gehst du hin genau? Das muss ich mir genau jetzt überlegen. Ich sollte vielleicht gucken, dass ich so schnell wie möglich hier eine Stadt gründe. Also der Vorschlag ist hier, ja, direkt vor mir. Also du kannst ja eins nach links oder eins nach links unten gehen und dann diese Runde noch eine Stadt gründen. Genau, links unten ist der Vorschlag vom Computer. Oder zwei links daneben, auf der anderen Seite des Flusses im Wald. Also im Wald brauchst du aber drei Runden. Also du musst ja über den Fluss gehen eine Runde, in den Wald rein zweite Runde. Ja, und dritte Runde Stadt gründen, genau. Ja, also das, denke ich, wäre auf jeden Fall zu spät. Hm. Was du machen kannst, kannst du deine Arbeiter noch bewegen. Ja, ja, die kann ich noch bewegen. Also dann könntest du mit dem einen Arbeiter, der auf der Baumwolle steht, den kannst du eins nach links bewegen. Dann kann da der Siedler auf jeden Fall nicht durch. Ja, aber wenn der Siedler jetzt... Also der könnte dann halt nach links oben oder nach rechts unten ausweichen. Ja, oder er baut genau da, wo er jetzt ist. Oder er baut da, wo er jetzt ist. Ja. Das ist so meine Befürchtung eigentlich gerade, weil das ist eigentlich gar kein schlechter Spot da. Ja. Und links darüber wäre fast noch besser, da könnte er auch bauen. Aber da kann er auch bauen, wenn ich jetzt hier da baue, wo ich, ne? Also wenn ich eins, zwei, drei Entfernungen brauche. Das ist genau drei entfernt. Also drei muss frei sein, also der Ach so. Dritte. Eins, zwei, drei, ja. Hm. Also ich meine, also dann, wenn das richtig ist, dann kannst du jetzt im Moment, wo dein Siedler steht, keine Stadt bauen, weil da innerhalb von drei Feldern von Toledo ist. Ja, stimmt. Ja. Also, das vierte Feld geht's dann. Puh, ja, ist die Frage, baue ich da? Das wäre am Fluss, das hätte ich Bananen und Baumwolle mit dabei. Eigentlich kein schlechter Spot. Ja, ich fürchte, ich muss jetzt bauen. Sonst wird das nichts mehr. Ja. Na gut. So, können wir gleich anfangen hier.
verdammt, hätte ich das geahnt. Jetzt hat er sich natürlich zurückgezogen. Ja, das ist wahrscheinlich gemacht, weil du die Stadt gebaut hast. Ja, ich hoffe es einfach mal. Ja, ich hätte sie ja lieber woanders hingebaut, aber gut. Nichts zu machen. So, wo ist denn der? Was erforschst du? Ja, Ritterlichkeit. Ach so, ja, ich auch. Gut. Thank you.